Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Heute mit mir, dem Max. Und der Kali. Genau, und ohne Christian. Wir haben geguckt. Die Schneekönigin von 1966. Genau, ein sowjetischer Film. Regie, ja, Gennady Kasansky. Ich kann kein Russisch, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das so ungefähr ausgesprochen wird. Frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Passend zum Weihnachtsbattle. Genau. Und wir haben die deutsche Synchron, die DEFA-Synchronisationsfassung geguckt. Ja. So, warum haben wir denn diesen Film geguckt, Kali? Weil ich ein großer Weihnachtsfan bin und es meine Lieblingszeit im Jahr ist. Und ich dachte, meine auch Wiederaufführung könnte ja ein kleines Weihnachtsspecial mal machen. Und zumindest einen Film mal besprechen dieser Zeit, der Schnee hat. Ja, ich bin jetzt selbst nicht ganz sicher, wann die Folge hier rauskommen wird. Ich weiß es nicht, Punkt. Vielleicht noch vor Weihnachten, vielleicht auch irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. Aber zu Weihnachten gibt es auf jeden Fall dann die Nicht-Schnee-Folge mit 2001. Ja, die Schneekönigin. Wie bist du denn zu dem Film gekommen? Erzähl doch mal. Wie ich dazu gekommen bin, du hast die Blu-ray gekauft. Also die Schneekönigin hatte ich selber nicht bewusst abgespeichert. Ich habe immer so gerne Märchen geguckt und vor allen Dingen habe ich ja auch mit so typisch unsere Herkunft, die russischen Märchen immer geguckt, regelmäßig, aber weil es auch die schönsten sind, aber Schneekönigin hatte ich selber nie auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass das die Lieblingsverfilmung, das Lieblingsmärchen meiner Mutti ist. Und ich weiß, dass sie aus meiner Jugend auch mal das eine oder andere Mal versucht hat, der Familie diesen Film unterzujubeln und wir sind halt immer eingeschlafen dabei. Und deswegen hatte ich ihn bewusst nie wirklich abgespeichert und habe ihn heute das erste Mal bewusst geschaut. Ja, bei mir ist es so, ich würde annehmen, dass ich den irgendwann im Laufe der Kindheit mindestens mal irgendwie geguckt habe, habe aber auch keine wirklich ganz konkreten Erinnerungen daran. Also so einzelne Bilder scheinen mir irgendwie so, ja, das habe ich schon mal irgendwann mal gesehen, aber der Großteil des Films heute war einfach so ein, kenne ich nicht. Ich muss auch sagen, ich hätte das Gefühl gehabt, wie bei der Räuber-Szene, das kam mir bekannt vor. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht verwechsel ich das auch mit Ronja die Räubertochter. Der Film war mir bewusst nicht abgespeichert. Nee, ich könnte schwören, ich habe ihn heute das erste Mal wirklich gesehen. Ich kann mich aber auch entsinnen, dass in der Jugend damals, dass meine Omi sich durchgesetzt hat und dann gab es mir Schneeweißchen Rosenrot. Also, oder ich mit meinem Märchen, aber Mutti war da immer ein bisschen zurückstecken, ein bisschen sowas. Deswegen war es mal ganz spannend, sozusagen ihr Märchenfilm heute zu gucken. Ja, ich weiß nicht, je nachdem, wo unsere Hörer so herkommen und wie die so ihre Kindheiten verbracht haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Also gerade diese russischen Märchen oder auch die DEFA-Märchen, beziehungsweise dann eben auch die russischen und tschechischen und rumänischen Märchen, eben vor allem gibt es eben hauptsächlich mit der DEFA-Synchronisation. Also sie sind eben logischerweise vor der Wende alle entstanden und dementsprechend ja im Westen, glaube ich, eher nicht gelaufen. Und ich hatte jetzt bei der Schneekönigin ganz kurz bei Wikipedia einmal durchgeguckt und da stand eben, die bundesdeutsche Premiere war 2001 mit einer Ausstrahlung im MDR zum Beispiel. Also wenig überraschend für mich, aber um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, dass der wahrscheinlich eher eben in der DDR populär war, oder wenn man eben auf Deutschland guckt, ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, also Mutti meinte vorhin noch zu mir, dass das sozusagen also der Film ihrer Jugend war, so als sie ein Kind war, der sie zum Träumen angeregt hat. Und ja, so hat ja jeder so seine Sachen. Wir haben ja in den letzten Tagen ja auch immer viel diskutiert. Also ich habe die Diskussion immer gerne aufgebracht, wie es ist, welche Märchen man sozusagen als Kind ganz stark verfolgt hat und welchem Rahmen sozusagen, also welchem Kontext halt. Und bei uns ist natürlich ganz klar, wir sind ja nun auch, sagen wir mal, Rostock, auch eine Ecke, wo wir ganz stark die russischen Märchen dominiert haben und ähnliches und die tschechischen. Und dass das bei uns ganz, ganz starken Einfluss hat. Ne? Da müsste man natürlich mal die anderen fragen oder mal die Frage aufwerfen, welche Märchen seid ihr denn aufgewachsen? Ist das denn sozusagen, wenn du jetzt im Westen aufgewachsen bist, dass du automatisch nur die Westmärchen kennst? Oder ist das eigentlich Quatsch, weil das schon so lange her ist eigentlich mit der Wende? Ist das eigentlich ein Irrglaube? Also, welches Märchen habt ihr denn immer zur Weihnachtszeit geguckt? Gab's da nicht, gab da keine bestimmte, habt ihr da keine Tradition gehabt?
In dem Aspekt eher nicht, dass wir nicht so viel Fernsehen geguckt haben, ja. Aber jetzt so gefühlt habe ich eher, erscheinen mir eher die DEFA und eben so ein paar von diesen russischen Märchen bekannt. Ich weiß auch gar nicht, wie so das mit den Märchenverfilmungen im Westen aussieht oder aussah. Kann ich gar nicht abschätzen oder Ich glaube, ich habe einschätzen, wisst tatsächlich ihr? so, naja, auch aus, und ich glaube, ich habe mal, ich habe, was war denn das? Das war ein ganz furchtbares Märchen. Also ich habe eine westdeutsche, nee, zwei westdeutsche Verfilmungen jetzt schon gesehen, einmal Rotkäppchen vor 2 Jahren, glaube ich. Und dann damals, war das Schneewittchen? Oh nee, es war Frau Holle. Frau Holle, eine westdeutsche Verfilmung. Furchtbar. Also das war so, man Weißt du, möchte, welche von wann die war? Muss auch 60er, 70er gewesen sein. Ja, Das war auch so okay. diese Hochphase, wo es gedreht wurde. Und ich bin ja nun auch mit dem DEF, mit der DEFA-Verfilmung aufgewachsen. Und na, na, ich sag mal so, die DEFA-Filme sind ja, abgesehen davon, dass die Kulissen wunderbar detailgetreu sind, also wunderschön sind. Und man hat diesen klassischen Ablauf des Märchens auch hat. Ne? Also den chronologischen Ablauf war es bei dieser Verfilmung auch so, dass natürlich sich an diesem Grundprinzip orientiert wurde. Aber bei den Kulissen, also man erwartete diese pompösen, schön handgefertigten Kulissen, die zum Träumen anregen, und die hatten die nicht. Die hatten da sozusagen, so wie bei der Schneekönigin jetzt in diesem Beispiel, einen großen Raum, wo mal zwei, drei Sachen reingestellt wurde. Man sollte der Fantasie freien Raum lassen, zu weiterentwickeln, während bei Frau Holle natürlich jeder Baum noch richtig schön gemacht war und dann noch die Wiese extra angemalt. Und naja, das fand ich so, wo ich damals so sagte, oh, sind denn alle Märchen von denen so? Na, ich kenne aber sonst auch nichts. Ich kann das gar nicht mal so, ich kann das gar nicht mal so beurteilen tatsächlich. Da fehlt mir auch der Einblick. Da habe ich auch nichts mehr, habe ich auch einen riesen Nachholbedarf, weil ich kenne tatsächlich nur die DEFA-Produktion und ich fand die auch mal so toll, dass ich auch gar nicht irgendwie was anderes die ersetzen wollte. Und bei uns zum Beispiel gab es zu Weihnachten immer, weil ich ja damals das Kind war. Wir haben jedes Jahr immer Väterchen Frost geguckt. Also Abenteuer im Zauberwald für die meisten. Das war halt jedes Jahr das Märchen, was ich mir wahrscheinlich heute auch noch mal gönnen werde. Also bei dem habe ich auf jeden Fall auch so drei, vier Bilderchen im Kopf. Ja, ich überlege halt, ich überlege halt allgemein gerade so gefühlt, was eben gerade auch so die Veröffentlichung auf DVD angeht und zum Glück jetzt auch ein paar Blu-rays, war das ja im Osten sozusagen durchaus kontinuierlich. Also da gab es ja immer wieder eine Märchenverfilmung oder Märchenverfilmungen, nachher auch eben fürs Fernsehen mehr, aber das da gefühlt kannst du eben so 50er, 60er, 70er, 80er, gab in allen Jahrzehnten da immer wieder Verfilmungen. Ja, Und fand ich im ja Westen krass. kann ich Du das. hattest ja das erzählt, dass die auch alles Kinofilme so zum Großteil am Anfang waren, Ja, ne? also lange Zeit, ja. Und im Westen kann ich es eben überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß halt, ne, es gibt hier dieses 6 oder 7 auf einen Streich, wo sie gleich so ein Bündel hatten von der ARD vor ein paar Jahren. Aber was jetzt so Na, der Westen hat auch ganz tatsächlich. viele schöne Sachen gehabt. Die haben dann auch solche Sachen, was du hast gemacht, wie hier Gullivers Reisen, irgendwie sowas in der Art. Also die haben auch Frau Holle, die haben auch die klassischen Sachen alle verfilmt, aber die Verfilmungen sind halt bei uns nicht so präsent in den Regalen oder im Fernsehen. Bei uns ist es ja auch so zu Weihnachtszeit, dass man ja dann immer ganz viel NDR, MDR, also im Hintergrund laufen lässt. Und dann, also ich weiß jetzt auch nicht, auf welchen Sendern die laufen. Ich weiß noch vor, ich weiß wann, das, wann waren das, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, wie wir mal zur Weihnachtszeit hier auf ARD oder ZDF mal hier diesen, nein, was waren das, wo wir alle möglichen neuen modernen Märchenverfilmungen Ja, untereinander was liefen. dachte ich? Ja. Und das war ja grausig, Ja, weil ja deswegen. diese ganzen Fäkalwörter und diese, auch diese schöne Sprache verschwunden war. Und Naja, also obwohl ich es. sagen muss, zur Verteidigung, ich habe ja nur vor ein paar Tagen im Fernsehen die Aschenputtel-Verfilmung von 2010 gesehen mit Emilia Schüle. Und den fand ich wiederum nicht, den fand ich gar nicht so schlecht. Der war auch zwar modern, der war auch nicht mit dieser Charme von den alten Märchenfilmen dabei, aber der hat auf jeden Fall nicht diese negative Auswirkung auf mich gehabt wie vor ein paar Jahren, wo ich wirklich erschrocken war. Naja, wie gesagt, das waren, glaube ich, hießen 6 oder 7 auf einen Streich oder sowas. Das waren halt so ein Märchenfilmpaket da eben für ARD. Ja, genau. Also und im MDR und ich glaube im RBB, das sind vor allen Dingen so die beiden Sender, die eben noch ganz oder relativ viel die DEFA-Märchen zeigen und auch die russischen und tschechischen. Ja, und natürlich drei Haselnüsse für Aschenbrödel, immer wieder aufs Neue. Der schafft ja, das ist ja der eine Schlager sozusagen, der es, glaube ich, sogar ein bisschen die ARD schafft. Ja, aber es wundert mich. Also, der ist total mir. Also, ich habe dann noch mit meiner Familie diskutiert und meinen Kollegen und alles. Und natürlich ist es der Film, den man mit Osten komplett verbindet. Aber ich habe den, sag mal, selber nicht so mitgeschnitten tatsächlich. Also, bei mir ist das wirklich so das letzte Mal, dass ich ihn das erste Mal richtig bewusst geguckt habe. Und ich fand ihn auch toll, ne, davon abgesehen, ne, ich mag ja Märchen sowieso total gerne, das ist ja eh mein Ding, aber
Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie für mich ist Federchen Frost das Märchen zu meiner Zeit. Mit so Baba Yaga und wie die sprechenden Tiere und diese Schneelandschaften, diese, das sind Träumerinnen, dieses Rasseln hier mit den Glöckchen und und das ist einfach nur schön. Und dann dieses Aufgeregt, dieses und ich muss auch sagen, was ich auch wieder spannend fand, ist, wo wir auch uns mit dem Thema Märchen letzten Tagen ein bisschen stärker und sozusagen beschäftigt haben, dass auch wirklich dieser Abstand, wie es rauskam, ist ja, ne, was du ja schon gesagt hattest, dass es immer ein bisschen eine Hochzeit gab. Aber man muss ja auch mal die Länder trennen. Okay, es gibt jetzt TV-Produktionen, aber zum Beispiel kenne ich bei den russischen Märchenverfilmungen recht viel, auch recht viel, auch falsch gesagt. Ich kenne ja die Standardsachen, die ich mal wieder geguckt habe. Aber bin jetzt mehr auf den tschechischen Film gekommen tatsächlich, weil ich den ganz toll finde. Aber den deutschen habe ich, also auf den klassischen deutschen Filmen habe ich halt Nachholbedarf. Da kann ich auch mal nur die 3, 4, 5, die immer wieder geguckt wurden. Und jetzt bin ich gerade dabei, so meine Flügelspannweite ein bisschen stärker auszurichten und ein bisschen mehr zu entdecken tatsächlich. Ja. Ja, also das mal so, würde ich sagen, zum Vorverständnis. Doch so unsere Eindrücke dazu. Ja, heute war die Aufgabenstellung für Max, einen Film auszusuchen aus zweien mit Schnee. Schneekönigin oder Abenteuer im Zauberwald. Und Max hat sich für Schneekönigin entschieden. Wie kommt es? Du wolltest einen Film gucken. Und, nee. Bevor es wieder Tage dauert mit der Filmauswahl, wird einfach eine reingelegt, fertig. Also das war jetzt dein Grund, warum wir den Podcast für die Schneekönigin machen? Das ist ja wirklich... Ja, Punkt. Naja, gut, nichtsdestotrotz, erzähl doch mal kurz was so kurz zur Handlung von der Schneekönigin. Ja, die titelgebende Schneekönigin ist eigentlich gar nicht so präsent im Bild. Es geht um die beiden Kinder Gerda und Kai, die bei Gerdas Großmutter leben. Und eines Tages kommt ein Mann vorbei, der Kommerzienrat, der, weil sie eben im Winter selten sind, die strahlend roten, rotblühenden Rosen kaufen möchte von der Großmutter. Die sagt aber, nee, das macht sie nicht. Worauf der Kommerzienrat, der so verbittert und kalt ist, weil er so nur mit Eis handelt, sagt, er wird sich rächen, er wird das seiner Königin, der Schneekönigin erzählen und es wird sich sehr bald gerecht werden. Und nach hin und her wird es dann so, dass Kai quasi halb entführt, halb mitgeht mit der Schneekönigin in ihr Reich. Und als dann der Frühling kommt, hält Gerda das nicht mehr aus und macht sich auf den Weg, auf die Suche nach Kai. Und das Abenteuer beginnt. Das hast du aber schön gesagt. Das ist wirklich schön zusammengefasst. Ja, ich habe überlegt, weil ja doch. Ich finde, der Film ist so, was die Geschichte an sich angeht, recht überschaubar. Und arbeitet halt mit viel Füllstoff. So. Also das... Wenn nicht nur Szenen haben, die jetzt die Handlung ganz konkret vorantreiben, sondern auch uns die Zeit nehmen. Was ist beim Märchen so? Naja, wenn ich jetzt überlege, so die geschriebenen Märchen, die sind dann doch meist recht kompakt. Und dann merke ich auch immer so, ah ja, klar, das baut man dann im Film irgendwie da noch eine Szene mit ein oder so. Oder erstmal so ein bisschen Etablierung der Gegend und solche Sachen. Nur ist bei Schneekönigin so, keine Ahnung, Hans-Christian Andersen habe ich nicht gelesen. Deswegen kann ich nicht abschätzen, wie jetzt so die Vorlage ist und wie diese Umsetzung sich dazu verhält. War aber zum Beispiel überrascht, dass uns erstmal ein Märchenerzähler begrüßt. Ja, das ist allerdings wahr. Und ich musste in diesem Moment Gesundheit. Ich musste im ersten Moment, habe ich auch so gedacht, ist mir so ein Film drin, das war auf einmal so reingeworfen. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie nochmal sowas wie DEFA-Produktion irgendwie als erstes reingesetzt. Ja, und dann ist dann diese wunderschöne Kulisse aufgebaut. Also auch wieder wunderbare Kulisse in diesem Film zu finden. Was so typisch für die russischen Märchen ist, wirklich diese schöne, wie so eine kleine Stadt mit einem Schornsteinfeger in der winterlichen Landschaft durchs Bild, die Kinder strollen im Hintergrund, er dann mit seinem lang gestreiften Schal, ganz grinst in die Kamera und fängt an, das Märchen sozusagen zu präsentieren. Und ja, und so kommt man langsam in die Geschichte rein und wird dann in die Wohnung geführt, zu denen zu Gerda und zu Kai, die anscheinend offen steht, weil anscheinend ist es normal, dass einmal so Fremde in diese Wohnung reingehen. Ja, so viel zum Thema Gastfreundschaft in den 60ern in der Sowjetunion. Ja. Und dann geht es ja eigentlich schon recht stark los. Ne? Was ich auch interessant fand, dass bevor der Kommerzienrat als böses Unheil in diese Wohnung betritt, ist ja diese unglaubliche Videosequenz, wo diese riesengroße Stehkönigin einmal ins Fenster reinluschert.
Allerdings. Was schon ziemlich gruselig war. Und der Kommerzienrat, den fand ich auch ziemlich gruselig. Also ich muss echt sagen, ja, naja. Also vielleicht noch mit ja, leichten Abstrichen, wenn man jetzt so von den Animationen irgendwie die kritisieren möchte, so, aber was jetzt so die Ausstattung, die Masken und sowas angeht, das ist schon, finde ich, immer sehr, sehr schön, also sehr beeindruckend. Ach, finde ich auch, also kann man nichts sagen, kann man kein schlechtes Haar dran lassen. Macht es einem leicht, in diese Welten irgendwie mit einzutauchen. Ja, das war... Ja, ist das überhaupt noch ein Film, den man sich angucken sollte? So, weil ja die Hauptfiguren sind ja nun definitiv nicht in unserem Alter, sind das eigentlich Figuren, oder ist gerade die Gerda, die dann eben zentrale Figur ist aus meiner Sicht eine Identifikationsfigur noch für dich? Oder würdest du sagen... Was? Du weißt schon, dass Märchen für die ganze Familie sind, ne? Und nicht nur für die Kinder. Naja, ich meine so, ne, würde, also ich überlege jetzt, würde es mir leichter fallen, wenn ich ein N20er, Anfang 30er männlich weiß Typen habe, der halt die Abenteuer besteht und sowas, oder? Also der Erzähler. Identifizierst du dich mit dem Erzähler? Naja, ne, ist halt so einfach nur so in den Raum gestellt. Weiß ich nicht, da bin ich ja, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Du weißt ja, mein inneres Kind ist nie gestorben und ich arbeite auch regelmäßig daran, das wach zu halten. Ja. Das hat mich persönlich gestört. Also ich muss auch sagen, jetzt kommt ja mal das erste Negative. Ich wurde mit dem Märchen nicht so warm, obwohl die Kulissen schön waren und auch die Handlung, das war nicht so meins. Das ist vielleicht eine Antwort auch auf deine Frage, die du hinsteuerst, dass man, vielleicht wäre es eine andere Reaktion bei mir gewesen als Kind. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, wie meine Mutter versucht hat, uns dies beizubringen und näher zu bringen und das anscheinend auch damals nicht gefruchtet ist, kann es natürlich auch sein, dass mir das Märchen als Kind auch schon nicht gefallen hat, dass es einfach nicht an mich rankam. Aber darüber kann ich nur spekulieren, das kann ich jetzt gar nicht mehr mit Bestätigung sagen, tatsächlich. Irgendwie, ich habe gedacht, da kommt die schöne Schneelandschaft und jetzt dadurch, wie du schon meintest, diese Schneelandschaft ist ja relativ minimal, tatsächlich. Diesmal kurz am Anfang, diesmal kurz am Ende, aber in der Mitte, der Weg dahin, der geht ja eigentlich durch einen frühlingshaften Wald und durchs Königreich, durch ein geteiltes Königreich. Ja, und mit den riesen Raben, die natürlich sehr intelligent sind, deswegen haben sie auch Brillen auf. Ja, wie ging es dir denn? Wurdest du mit dem Film warm oder wie fandest du das Märchen? Also, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr schön, dass man halt, was heißt eher schön, interessant, weil es ja doch immer irgendwie momentan so in den Debatten ist, so hier dieses Gleichberechtigung und all diese Dinge und dann nicht so, ja, wir haben hier eine starke weibliche Rolle, die hier quasi das Heft in die Hand nimmt. Oder was heißt eine, wir haben mehrere. Also ne, der Chef der Räuberbande ist eine Frau, es ist eine Schneekönigin. Also eigentlich sind so ziemlich alle starken Rollen sind eigentlich weiblich besetzt. Der Märchenerzähler ist vielleicht noch die große Ausnahme. Der Kommerzienrat ist ja auch nur der Untergebene. Okay, es gibt einen König, aber auch der ist ja eher Handlanger, zum Handlanger degradiert durch seine Gier und Lust. Aber sonst sind es eher die Frauen, die hier die Rolle spielen. Ne? Die Großmutter, Gerda, Schneekönigin, Räuberchefin, ihre Tochter. Die Prinzessin. Die Prinzessin. Also das da, ja, ich meine, ich finde es immer ein bisschen... Na gut, aber wenn du jetzt sagst, wir sind der Gleichberechtigung, dann hast du natürlich recht, dass sozusagen das weibliche Hand ist. Ist das jetzt nur bei der Schneekönigin so? Das ist allgemein vielleicht auch ein Stil der Defa-Zeit? Ja, beziehungsweise wären es ja auf jeden Fall die russischen Märchen. Wäre die Frage, könnte man dann eben mal gucken. Ne? Das wird wahrscheinlich auch vom Märchen an sich abhängen. Ne? Also, ich habe die Vorlage auch nicht gelesen. Bei das Feuerzeug zum Beispiel ist halt der männliche Protagonist. Aber das, wie gesagt, das... Ja, aber ich glaube schon, dass das immer... Also ich überlege gerade hier sowas wie Brüderchen und Schwesterchen oder Jorinde und Joringel. Das sind, glaube ich, auch immer die männlichen Vertreter, die dann irgendwie verwandelt werden oder denen irgendein Missgeschick zustößt. Und die Frauen oder die Damen müssen es dann ausbaden quasi oder sich kümmern, dass das dann wieder ins Reine kommt. Ich überlege gerade, ich habe ja letzten Tage auch schon ein paar Märchen geguckt. Da habe ich jetzt, also ich muss es jetzt mal sagen, das erste Mal in meinem Leben bewusst das Mädchen mit dem goldenen Stern gesehen von 53, 59, das ist auch eine tschechische Verfilmung. Die Prinzessin mit dem goldenen Stern. Ja, was habe ich gesagt? Das Mädchen. Ja, also das Prinzessin mit dem goldenen Stern.
Und den Film fand ich auch ganz, ganz toll. Das war, als wenn ich im Theater sitze und ich habe gedacht, da kommen die Balletttänzer von hinten und das war auch von der Kulisse schön. Und da geht auf jeden Fall der Punkt an der Sache ist, da ist es auch so, dass die Grundhandlung ist eigentlich total überschaubar. Da geht es einfach darum, die Prinzessin soll verheiratet werden, sie möchte den nicht, den der Vater für sie vorgesehen hat, da flieht sie in ein anderes Königreich, verliebt sie in denjenigen und naja. Und letztendlich versteckt sie sich als kleine graue Maus, ist aber, wenn sie dieses wegnimmt, auch sozusagen dominant und hat eigentlich so viel Einfluss auf die anderen. Und das ist ja halt in den 50ern sogar noch. Und das fand ich auch ganz stark. War auch für mich eigentlich eine starke, auch obwohl die halt immer so als unterwürfig denn dargestellt werden sollte, weil sie eigentlich immer diejenige, die letztendlich doch die Krone aufhat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich auch sehr schön konstruiert. Und das Märchen zum Beispiel, das hat mich gleich in den Fang gefangen. Also genau, ich kann natürlich auch vom Stil her sein, diese Theatersache mit den Balletttänzern und der musikalischen Ebene so präsent für mich waren, weil ich ja auch so ein Theaterkind bin. Aber ich weiß nicht, aber bei Schneekönigin hatte ich das jetzt nicht. Also dass ich jetzt, ich habe es geguckt, mich fand es auch interessant, hatte aber teilweise das Gefühl gehabt, es hat so gewisse kleine Längen und mit der Räuberstochter noch, musste das alles so sein. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die Rentiersache ein bisschen mehr ausgearbeitet worden wäre, das hätte ich schön gefunden, so ein bisschen ausführlicher tatsächlich gehabt und ja, ich fand auch die Rabensache, da jemand von gedacht, wo geht denn das jetzt hin? Also das kann man ja relativ gut, lässt sich das ja so in Episoden unterteilen. Ne? Wir haben diesen Prolog eben mit dem Märchenerzähler, der uns kurz einführt in die Welt, dann kommen die Titeleinblendungen, dann kommt quasi erste Episode im Hause von Gerda und Kai, dann der Beginn der Reise für Gerda, die dann, ja, dann trifft sie als erstes die Raben, ne? Ja. So, also wandert umher, wir haben schöne Landschaftsaufnahmen. Vor den Fischern, also den Angler, wenn du was nehmen möchtest, aber der hat ja keine Bewandtnis. Und diese Brücke, diese schöne, sehr, sehr schöne Einstellung gewesen, fand ich so mit diesem Brückending. Faszinierend. Ja, da hast du auch sehr positiv reagiert, das habe ich gehört. Ja. Genau, die Raben, dann kommt die ganze Episode im Schloss. Ja. Die sich, finde ich, also das ist zum Beispiel, ne, was du meinst, dass die eigentliche Handlung recht überschaubar ist und dass sie eben sehr viel dann so kleinere, mittlere Sachen einbauen. Ja, wo man dann sagen könnte, ist es vielleicht so eben kapitelweise, kannst du das angucken oder jeden Tag so ein bisschen so mit Cliffhanger quasi, wie geht es morgen weiter, damit sie aus dem Schloss fahren können so ungefähr. Dann kommt die Kutschfahrt, dann kommt die Räubersequenz, dann kommt die Teil 2 vielleicht der Räubersequenz, eben mit dem Auftauchen der Tochter. Die Befreiung. Ja, und dann kommt ja schon quasi das Finale im Palast der Schneekönigin. Ja, auch recht gut. Und das Ende dann, ja. Ich muss auch sagen, die Kulissen waren wirklich fantastisch. Also die Räume, diese Details, und ich fand auch von dir, wenn man jetzt mal in den Kontext der Zeit sieht, diese Tricktechnik und alles, ich fand, das haben sie wirklich mit einer Liebe zum Detail gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Das finde ich total überzeugend und total schön. Ich frage mich tatsächlich auch, ob sozusagen denn doch die Sowjetunion in dieser Hinsicht auch gewisse andere Verfilmungen beeinflusst hat, wie zum Beispiel später Italien, deutsch-italienische Prinzessin Fantagiro. Da hast du ja auch diese Tricktechnik, wo noch als Hand gemacht ist mit den entsprechenden Steinen oder ähnlichem oder den entsprechenden Tieren und alles. Das hat da habe ich auch mal so ein bisschen, man sieht auch manchmal diese Einflüsse da drin. Also ob die sich dann sozusagen quasi abgeguckt haben oder sich gegenseitig gesehen haben? Ja, dass das sich weiterentwickelt hat im europäischen Kontext. Ja, denke ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Überschneidungen gibt, aber dass das teilweise eben auch vielleicht auch aus ganz anderen Ecken dann sich entwickelt hat. Aber ich fände es ja auch eine sehr, sehr charmante Art der Tricktechnik, eben wenn man natürlich sieht, eben die Raben, naja, das sind halt Puppen, aber das ist mir lieber halt, als wenn ich das eben computeranimiert habe oder so. Und du hattest ja auch hier angemerkt, es gibt so zwei, drei Zeichentricksequenzen. Ja, also wirklich sehr, sehr wenig. Die sahen aus, hätte das gleiche gemacht wie 12 Monate. Also mit Sicherheit wird das da nicht. Ja, das gleiche Team, ne? Große das braucht gleiche Zeit.
die ich auch, wo ich auch so gedacht habe, naja gut, es geht noch so, ist so halb, es ist also nicht zu lang. Also ich fand es an sich nicht blöd, weil natürlich kannst du dann solche Sachen wie das Rentier fliegt sie auf die, durch den Sturm da hoch, kannst du das natürlich bei Brücken und auch darstellen. Das ist natürlich schön, aber ich glaube, das ist eine Sache, wenn du es als Kind siehst, denkst, oder du siehst ja gleich einen Unterschied ob, von dem jungen Mädel, das dann auf einmal in die Ferne reitet und dann halt diesem Trickfilm und dann wieder in diesem Schnitt, du siehst das nicht, aber als Erwachsener sieht man das vielleicht schon, das ist vielleicht doch schon ein Problem. Ne? Also ich glaube auch ein Kind kann einige Sachen ganz klar ausmachen oder so. Oder eben. Ja, weil aber es ist natürlich noch eine andere Art. Die Frage ist ja, ob es möchte, dass es ausmachen möchte. Das ist ein Unterschied, wenn man schon an was glauben möchte. Es geht ja schon immer los mit eben hier den Größenverhältnissen, wenn die die Schneekönigin plötzlich eben so riesig groß ist, den Kindern noch sagt. Ah, eine wunderschöne Frau, muss ich sagen. Ein total schönes Gesicht. Ja, oder eben der Kobold. Ja, den fand ich unnötig. Also ich habe schon Probleme. Ja. So mit dem, was soll denn das mit dem Tintenfässchen und dem Kobold? Das ist, entschuldige mal. Ja, die haben uns eben nochmal einen Überblick gegeben, was gerade der Stand ist hier. Die haben uns das Briefchen vorgelesen. Also in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, wieso kann Omi das nicht vorlesen? Zum Zweiten sind die auch im Märchen drin, also im Originalmärchen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich weiß gar nicht, von Andersen habe ich bloß nur die kleine Seejungfrau mal gelesen. Ich glaube, ich kenne sonst gar nichts von zweiter. Hat er noch so viele Bekannte gehabt? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen geschrieben, ja. Wie viel und so kann ich dir aber auch nicht sagen. Nee, aber so die so Bekannte auch so, die mit ihm sind, dass man vielleicht nicht so unbedingt weiß, dass sie von ihm sind. Dann sind wohl nicht bekannt genug. Naja, weiß ich. Ja. Die Kulissen, die Geschichte. Ja, also genau, die Geschichte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Kobold und das Tintenfass nicht Teil der Originalgeschichte sind. Und wie gesagt, also der Film ist 80 Minuten lang und der hätte auch als 40 Minuten locker geklappt, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es auch nicht der Punkt ist, dass man eben diese hier ganz stringent über diese Geschichten erzählt, sondern dass man eben, ja, so ein bisschen diese Welt da noch etabliert oder eben so diese Episoden einbaut und ausbaut, die vielleicht eben auch in den Vorlagen dann gar nicht dabei sind. Also dass gerade so das Erzähltempo an sich recht niedrig gehalten wird, auch absichtlich, würde ich denken. Eben vielleicht auch wegen der Zielgruppe Kinder, ohne dass ich mir jetzt wieder zurückversetzen könnte, so von wegen, wie habe ich eigentlich damals Geschichten mitgenommen oder nicht. Und wenn ich jetzt überlege, so ein 80-Minuten-Film muss so ein Kind ja auch erstmal durchstehen. Ab wie vielen Jahren kriegt man das eigentlich so ordentlich hin? Naja. Das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Ja, aber das sind natürlich auch so Aspekte, die dann da, denke ich mal, mit reinspielen. Ja, Schauspielerleistung würde ich mich so ein bisschen zurückhalten wollen, weil eben ist halt die Synchronisation nur geguckt. Wobei zumindest die Lieder waren ja im Original und 3-4 Mal wird also ein bisschen gesungen während einiger Abschnitte. Das hast du ja öfter in den Märchen. Ja, in Märchen und sicher, auf jeden Fall. Das fand ich auch so befremdlich hier mit dem anderen Mädchen, mit dem Mädchen mit dem goldenen Stern, die Prinzessin mit dem goldenen Stern. Du hast dass die halt öfter mal so singen in russischen oder sowjetischen Märchen. Das ist ja nichts Neues, aber in dem Märchen war es dann so, dass die gesungen haben parallel, obwohl das recht laut von der Einstellung her war. Was, dass sie singen als Tschechisch? Weil dann halt einfach mal aus dem Off ein Sprecher, der ist einfach nur den Text, was sie singen, einfach mal so runtergebetet hat. Und ich dann sagte so, live dabei, mittendrin. Aber irgendwie, er ist halt so fremdlich, aber irgendwie hat irgendwie auch einen Charme gehabt. Das war ein Zeichen der Zeiten. Aber fand ich auch nicht schlecht. Ja. Ja, es war auch keine billige Produktion oder so. Also es ist in CinemaScope in 2:35:1, also wirklich ein Breitbandfilm. Kann man ja auch mal noch anmerken. Also das auch da eben so quasi der Wert dieser Produktion durchaus zu erkennen ist. Und gibt ja eben, wie gesagt, also gerade die Aufnahme der Brücke, da merkt man es dann ganz besonders. Aber es wird ja dann immer wieder mal genutzt, eben diese Breite des Formats. Da waren schon viele Leute dabei. Was meinst du, wie von der Tricktechnik her? Wie wird das umgesetzt teilweise, mal abgesehen von den Trickfilmen jetzt? Sondern die Teilweise machst du es natürlich so, wenn jetzt hier jemand fliegen soll oder so, dass du eben nur den Oberkörper zeigst. Teilweise würde ich sagen, an dünnen Fäden aufgehängt.
Und dann eben die ganze Palette. Film rückwärts abspielen, Film vorwärts abspielen, Film schneller abspielen, eben wenn die mal weglaufen oder so. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt hier zwei Bilder übereinander gelegt wurden zu der Zeit, wenn zum Beispiel die Schneekönigin hier durch das Fenster reinguckt und alles, wurde dann deine Leinwand aufgestellt oder wie wurde das gemacht? Das ist, wie war das nochmal? Also wenn sie durchs Fenster guckt, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall so eine Art, ohne dass jetzt konkret das ist, rückprojektionsmäßig, also dass du eben genau diesen Bildausschnitt ja hast, wo es dann reinkopiert wird. Und dann gibt es ja eben noch dieses mit dem Perspektiven hier, wenn, wie gesagt, wenn sie eben riesig groß ist und die Kinder ganz, ganz klein und solche Sachen. Das ist ja eben auch wieder mit Trickaufnahme. Und wenn zum Beispiel der Schneesturm hier so diese Kreisel reingemacht wurden, wurde damit nur auf dem Filmmaterial mit einem Radierer rumgewedelt? Oder? Nö, das ist auch Trick, also ja, Zeichentrick und dann drüber gelegt. So. Ach so, okay. Bin ich der Meinung. Bei dem Schneefall war es ja unterschiedlich. Manchmal waren es ja echte Flocken, wo man wahrscheinlich einer mal reingetüdert hat. Manchmal sah es aber auch eben aus wie animiert sozusagen. Und naja, verschiedene Sachen da eingesetzt. Aber vieles funktioniert auf jeden Fall auch für mich, muss ich ganz klar sagen. Und was ist die Moral von der Geschichte? Ja, wenn eine fremde Frau in dein Haus kommt, küsse sie nicht, kleiner Junge. Das klang von Anfang an wie eine dumme Idee. Ja, die Moral ist natürlich, dass man kein kaltes Herz bekommen soll, ne? Dass man die Wärme und das, der Zusammenhalt sind wichtig. Ich meine, was hatte sie ihm versprochen, das ganze Königreich? Ja, Reichtum oder? Und Reichtum und nee, sieht er weg. Reichtum und Schlittschuhe. Und Ruhm und Schlittschuhe, genau, und die ganze Welt. Also nicht so die Moralgeschichte, ne? Dass wenn du glücklich bist in der Familie, ist egal, wie viel du habt. Hauptsache ihr habt euch als Familie und nicht Reichtum und Einsamkeit. Genau, das wäre, ne, das Gegenbild ist eben, ja, wenn du so viel hast und reich und titeln, bist aber dafür halt einsam. Oder vermeintlich einsam, ne? Der König war jetzt, schien ja auch nicht der glücklichste zu sein. Oder wenn du halt dein Herz verschließt, bist du halt komplett einsam. Ja. Wenn du dann Leute in dein Herz lässt, dann wirst du nie allein sein. Fand ich natürlich in der Hinsicht dann auch wieder interessant, dass man nicht versucht hat sozusagen, dass jetzt noch der Kommerzienrat und die Schneekönigin selbst irgendwie in Anführungszeichen gerettet worden sind, sondern dass die halt, deren Geschichte ist dann erstmal auserzählt, aber die sind weiterhin da. Also die sind nicht verschwunden oder so und die Welt ist jetzt plötzlich eine viel bessere, sondern wir haben quasi den Ausgangszustand ja wiederhergestellt. Naja, das ist sowieso die schwächste Zeit im Jahr, ne, die für die Schneekönigin beginnt im Frühjahr, ne? Ich meine jetzt, dass man sozusagen sagt, der Film ist jetzt so, oder das Märchen sagt jetzt, naja, man kann auch die Welt damit verändern oder so. Es ist ja eher ein, es geht halt um die beiden Kinder und es ist eben deren. Na gut, Geschichte. Aber der Märchenerzähler hat ja von vornherein gesagt, dass er es miterlebt hat, dass er das als Fabel und als sozusagen als Hinweis über alle rum erzählt, damit alle das daraus lernen können. Ja, auch wieder das richtig. Dass es sozusagen als positives Beispiel dienen soll, ne? Gute Anmerkung. Ja. Ja, aber es ist zum Beispiel nicht so, dass dann eben am Ende steht, ja, jetzt gibt es halt keine Schneekönigin mehr oder eben kein Kommerz. Das tut ja auch gar nicht Not, weil sie hat ja gar keine Macht mehr über ihn. Er hat ja erkannt, dass er, wenn er sich selber treu bleibt und sich nicht vor ihr fürchtet, dass er das sie ihm nichts anhaben kann. Mhm. Ja. Jo. Was hast du denn noch so? Ja, ich frage mich tatsächlich, wenn du jetzt, ich würde noch gerne mal auf einen allgemeineren Punkt gehen. Das Thema Märchen selbst. Wenn du jetzt in deinem Alter als erwachsener Mann die Märchen sichtest oder widersichtest, sind ja auch immer zwei Paar Schuhe. Wie geht es dir jetzt dabei? Hast du das Gefühl, dass du das nicht mehr so annehmen kannst, die Handlung? Oder regt das für dich zum Träumen an? Denkst du dann auch wieder eine gewisse Zeit, dass du den Kitzel kriegst oder? Na, ich finde es auf jeden Fall so eine Art Weltflucht, ne? Also dass man so schon sich eben so wirklich zur Entspannung oder zum Abschalten. Was ich merke, ist, dass irgendwo so diese nostalgisch verklärten Kindheitserinnerungen da sind und dann aber ganz häufig auch so ein, was passiert hier gerade so? Also so Aktion oder Handlung oder Wendung, wo ich denke, was, wie geht denn das jetzt? Also heute könnte man das aber nicht mehr so machen oder so zeigen. Also wie gesagt, wenn die Schneekönigin küsst den kleinen Jungen, dann denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob das heute... Ob da nicht irgendwo, wenn das von irgendwelchen
Finanzgebern oder Fernsehredaktionen, wo die das dann lesen und denken, nein, das können wir nicht machen, nein, nein. Oder also sowas überlege ich manchmal, keine Ahnung, ob das völlig absurd ist, aber. Ich habe zum Beispiel überlegt, als denn die Räuberstochter meinte, na, du kannst gehen, aber dann küsst mich zuerst bei der Gerda. Da habe ich gesagt, hast du denn gar nichts gelernt? So. Ja, aber dann doch wieder, ne, der Kuss eben vielleicht als, kann eben negativ sein, aber eigentlich auch was Positives darstellen, eben, weil bei denen wollen ja doch irgendwie so. Oder wenn sich, genau, wenn eben die Räuberstochter so dasteht und die Pistole so sich halb in den Mund setzt, so, ich so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, wie dann alle Alarmglocken schrillen und sonst wie was. Und dann aber, nee, es ist halt ein Märchen, da ist das so. Also dieses, ja, wie doll muss man jetzt eigentlich den moralischen Zeigefinger oder, das wissen wir heute aber bessermäßig, wie doll muss man das überhaupt anlegen? Mhm. Oder ist es nicht einfach so, ja, vielleicht ist eben auch gerade das so, eine gewisse Leichtigkeit, die dann einfach da drin ist. Ja, also was ich auch manchmal merke, jetzt so bei ein, zwei Verfilmungen, wo ich dann nochmal das Grimm-Märchen oder eine dieser Varianten von Grimms Märchen gelesen habe, ich dann auch mal so dachte, ja, und wer das nicht schafft, der wird umgebracht hier, wenn eben die Könige, also bei Dornröschen oder sonst wie, wo eben gefühlt ja schon hunderte tot sind eigentlich, aber das wird natürlich dann in den Verfilmungen zumindest beispielsweise ausgespart, wo ich denke, ja, eigentlich sind das echt brutale Sachen. Also wenn man da sich länger mit auseinandersetzt, ja, das muss man als Kind tatsächlich ordentlich durchfiltern, glaube ich. Man ändert sich wirklich an andere. Man ändert sich bei Schneewittchen eben eher daran, so und so und da. Oder eben gerade bei Dornröschen eben, naja, die werden dann eben wieder wach nach 100 Jahren. Aber dass da jetzt irgendwie 100 Gerippe in den Dornen liegen sollten, weil die es alle nicht hinbekommen haben, die Prinzen, das nimmt man vielleicht nicht so ganz mit in seiner Erinnerung. Ja. In solchen Momenten liebe ich, dass ich ein visueller Typ bin. Ich stelle mir das gerade alles so lebhaft vor. Ne, mit Jens, ja, also wenn ich zum Beispiel, oder eben natürlich auch hier sowas mit bei Rotkäppchen und so, und der Wolf frisst sie und dann schneiden sie ihm den Bauch auf und so. Kannst du dich noch erinnern, wie wir die Rotkäppchen-Filme geguckt haben? Das ist die Westdeutsche? Ja, also die Ausschnitte haben wir geguckt, ne? Ja, oder bei dem Vortrag war das. Ja, beim Vortrag. Aber nichtsdestotrotz, das fand ich auch extrem brutal. Ja, also. Also ich weiß nicht, ob ich dann denke, na gut, das bist du doch wieder ein Kind, denke, oh mein Gott. Also das hat natürlich auch veränderte Wertevorstellungen. Klar, ne, von wann sind die Märchen? Ne? Sind eben so, sag ich jetzt mal, natürlich über einen langen Zeitraum auch eben mündlich weitergegeben und sowas. Und wenn dann eben so, ja, Thema Todesstrafe oder Todesurteil, wo ich noch denke, ja, nee, da ist die aufgeklärte Gesellschaft vielleicht ein wenig weiter. Vielleicht gibt es gerade so eine Art Rückfall, aber naja, insgesamt. Ja. Eben so als dieses, ja, ihr müsst meiner Tochter das und das bringen. Wenn ihr habt 3 Tage Zeit, sonst verliert ihr euer Leben. Okay, ja, klare Sache. What? also solche Sachen. Auf jeden Fall, die Märchen, wenn ich dann doch mal eins gucke. Zum einen, ich glaube, das hatte ich mit Christian auch bei der König Drosselbart-Folge damals so, zum Thema, muss man es eigentlich zu Weihnachten nur gucken? Oder ist das nicht eigentlich, man kann es doch eigentlich das ganze Jahr über machen. Dass da eben so eine komische Verknüpfung zu herrschen scheint. Ach so, ja, kann ich mir auch nicht völlig freisprechen, aber warte, wo ich dazu komme, jetzt habe ich es nämlich doch wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte, wo ich angefangen habe, den Satz. Das ist mir selbst gerade auch bewusst geworden. Dass diese Märchen auf jeden Fall immer wieder überraschende Sachen für mich bereithalten oder mich auch, ja genau, einfach überraschen können, mich unterhalten. Also, dass die ihre Wirkung oder immer noch eine Wirkung haben, ob das nun die gewollte oder nicht gewollte ist, ist ja völlig Banane, aber sie lösen auf jeden Fall etwas aus, ja. Aha, findest du denn das, jetzt man sieht das ja immer im Dezember jetzt noch ganz stark auch in diesen Elektrofachmärkten, dass die Märchen extrem ausgelegt werden. Würdest du denn sagen, dass das eine Zeit ist, die man sozusagen an Weihnachten oder an die Winterzeit gekoppelt ist? Wie stehst du dazu? Also die Präsenz ist in den Bereichen auf jeden Fall höher. Also wie gesagt, gerade auch wer jetzt eben mal durch das MDR-Programm zappelt, gerade an den Wochenenden und so oder die Feiertage, dann ist da eben viel von diesen Verfilmungen dabei und wie gesagt, RBB ja auch anscheinend. Oder man guckt eben mal auf der DEFA-Stiftungsseite, sowohl Facebook als auch Internetseite oder sonst wie, da sind auch die Ausstrahlungstermine immer so aufgelistet und dann ist dann so eine quasi ziemliche Spitze an Märchenverfilmungen, die gerade irgendwo laufen, zu verzeichnen, so im Bereich Dezember, bis zum Jahreswechsel eigentlich. Ich würde den grundsätzlich jetzt würde ich nicht denken, dass die unbedingt nur auf Weihnachten beschränkt sein müssten. Die kann man eigentlich immer zeigen. Aber anscheinend hat sich das irgendwie
vielleicht aus Werbemaßnahmen oder so herausgebildet und scheint ja einigermaßen aufzugehen. Na gut, aber ich glaube, wenn man so manchmal so selbst durchs Jahr hat man ja früher doch mal andere Märchen, so ein Schneeweißchen, Rosenrot oder so, das verbindest du ja nicht unbedingt mit Weihnachtszeit. Ne, allgemein, also ja. Viele Märchen, die ich nicht unbedingt jetzt konkret mit der Weihnachtszeit verbinden würde, die aber in der Vorweihnachtszeit einfach dann ausgestrahlt werden. Eben weil anscheinend das so ist, ja, da erzählt man sich eben Geschichten und macht sich gemütlich. Ja, die Frage ist ja, fällt einem das denn dadurch auch selber mehr auf, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Und hast du das Gefühl, dass Märchen sozusagen immer mit einer schönen Moral sozusagen vorbeikommen, oder? Jetzt vor allem die Filme oder allgemein, oder? Ja. Also bei den Texten habe ich schon manchmal so diesen Eindruck, oh Gott, das kommt jetzt aber, warum ist denn jetzt gerade an dieser Stelle Ende? Oder wieso endet das gerade jetzt mit dieser Sache? Ich glaube, wo war denn das bei Dornröschen war das, glaube ich, also wo ich dachte, hört, das ist ja, dass jetzt das hier als letzter Satz steht, das ist jetzt schon überraschend. Oder dass jetzt auch auf einmal so quasi Schluss ist. Dornröschen auch Tefe? Nee, die Textvariante, die wir haben hier, dieses Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Kinder und Hausmärchen. Ach so. Und sonst, naja, die sollen auf jeden Fall irgendeine Moral vermitteln, ist halt dann immer noch eine Frage, ne? Gerade bei diesen ganzen osteuropäischen Sachen kann man sich dann eben fragen, naja, vielleicht soll da immer noch so ein bisschen Propaganda mit reingeschoben werden oder so. Oder ach, hast du einen Eindruck? ist die denn vielleicht schon in den Vorlagen an sich in gewisser Weise so, oder da muss man ja eben auch mal ein bisschen gucken. Gibt es ein Märchen, wo du dir sicher bist, dass du das bisher am häufigsten geschaut hast für dich selbst? Also nee, glaube nicht. Es sind eher immer, dass ich bei vielen so Bilder noch im Kopf habe. Aber jetzt so von wegen am meisten geschaut oder so. Oh Gott, nee, könnte ich nicht. Hast du ein Lieblingsmärchen oder ein Märchen, was du gar nicht magst? Komm mir vor wie ein Interviewer. Ja, du kannst ja auch sagen, was du denn dazu denkst. Was, also, hast du denn eins, was du am meisten geschaut hast? Ich habe meine eigene Frage vergessen. Also was ich am meisten geschaut habe, ich glaube, das wäre bei mir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Federchen Frost und Feuer, Wasser und Posaun. Ich glaube, fast Feuer, Wasser und Posaun. Das war mein absolutes Lieblingsmärchen als Kind. Das, ich weiß aber gar nicht, wie ich das singe. Ich nehme es mir immer vor, das jetzt auch zu gucken, aber ich habe irgendwie im Kopf, ich habe das so häufig geguckt als Kind. Ich habe das Gefühl, wenn ich das anmache, jeden Satz mitsprechen. Ich weiß nicht, ob mich das dann wieder langweilt, weil ich es so gut kenne. Ja, das ist ja immer dieses, oh Gott, hat man das einfach verklärt in der Erinnerung und dann guckt man das wieder und denkt so, ach du Schande, was habe ich denn damals gemocht oder sowas. Aber ich glaube, die Filme, die sich das damals erarbeitet haben, die schaffen das auch irgendwie. Und wenn es eben mehr so ist, dieses, naja, ich weiß, warum ich es damals gemocht habe und heute sehe ich halt vielleicht, natürlich gucke ich natürlich auf andere Sachen und sowas, das ist ja völlig normal. Ich weiß, wir hatten damals als Kind eine Handvoll an Märchen bloß auf Videokassette gehabt und davon, diese beiden waren auf jeden Fall gleich davon. Dann hatten wir noch das klingende Bäumchen, das kalte Herz und der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Da ich für mich festgestellt habe, ich gucke zwar unglaublich gerne Märchen, aber nicht unbedingt Märchen, wo Menschen böse und gemein werden, so wie jetzt bei Schneekönigin. Das ist jetzt nicht vielleicht auch ein Punkt, warum ich noch nicht so warm geworden bin. Deswegen sind diese beiden Märchen für mich jetzt irgendwie welche, die ich auch seit über 10 Jahren nicht geguckt habe und wo ich mich auch immer wieder verhüte, die irgendwie auch wieder zu gucken. Da habe ich nicht die Lust drauf. Und den Teufel in den drei goldenen Haaren, den würde ich mir die Tage jetzt mal reinziehen. Also singende, klingende Bäumchen, da habe ich ja vor ein paar Wochen mittlerweile, glaube ich, schon wieder geschaut. Das habe ich so gruselig abgespeichert. Fand ich sehr unterhaltsam. Also auch da irgendwie sehr detailverliebt und sowas. Die eigentliche Geschichte ist natürlich auch eher so Bierdeckelformat, aber wird halt schön ausgeschmückt. Mein Lieblingsmärchen, ich glaube, das kalte Herz, so sowohl die 50er-Verfilmung als auch jetzt die neuere mit Friedrich Lau, finde ich sehr interessant. Wobei ich jetzt nicht weiß, kannst du mir mal kurz mal die Grundhandlung noch mal kurz sagen? Wer sich sein Herz zu Stein machen lässt, wird halt reich und toll, aber ist halt eben menschlich total. Ach, das ist, weil seine Frau kaputt. Noch wegstößt nachher und alles, genau, ne? Ja. Das findest du gut? Was ist dann die Moral? Ja, ich kriege eben kein kaltes Herz, sondern bleib wer du bist. Bleib menschlich und auch wenn du vielleicht 3 Taler weniger hast. Also Reichtum wird im Märchen gerne mal verpönt, ne? Also, oder halt Oder die reich sind, die stellen sich mal, oder es gibt halt die dummen Reichen und die gütigen Reichen. Naja, bei der Neuverfilmung vom Kalten Herz ist das auch noch mehr so ein bisschen mit der Gesellschaftskritik tatsächlich dann auch verbunden, also dem Blick auf die Natur. Das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt unbedingt als Lieblingsmärchen dann, oder ob ich überhaupt ein Lieblingsmärchen so jetzt benennen wollen würde, sondern eher so ein, ach, es ist so Märchenverfilmung an sich, so eine Welt, in die ich gerne mal eintauche und
Ja, ist denn für dich zum Beispiel das Gesehene, also durch einen Film, Märchen, wenn du sagst, das kalte Herz war für dich jetzt, was dich am meisten was du jetzt für dich am positiv abgespeichert hast, ist dann automatisch auch das geschriebene Wort, also dann die Vorlage deins? Also beim Kalten Herz kann ich es überhaupt nicht sagen, weil ich nicht wirklich eine Erinnerung daran habe, ob ich das überhaupt mal gelesen oder vorgelesen bekommen habe. Ich weiß zum Beispiel, ich habe letztens bei mir darüber nachgedacht, als Kind war ich unglaublich verliebt in das Märchen, also das geschriebene Märchen, König Drosselbart. Ich fand das total toll und also ich finde es heute noch toll, aber zum Beispiel die Verfilmung mit Manfred Krug, die war unterhaltsamer, die hat mich nicht ansatzweise so gepackt wie das Märchen selbst. Ja, also ich, wie gesagt, die haben wir ja besprochen hier mit Christian und ich in Folge vor vielen Monaten. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge, aber ich war da durchaus eben angetan. Eben auch gerade wieder wegen dieser Kulissen und weil einfach Karin Ulgowski und Manfred Krug dermaßen eine Präsenz haben, also auch über die Stimmen und so. Das war einfach, hat mich sehr beeindruckt. Das war eben so dieses, was ich nie gedacht hätte, so bei dem, was ich so reingelegt habe. Na, mal gucken, König Drosselbart, keine Ahnung, da sind und dann puff. So Sachen, mit denen ich halt nicht rechne und auch allgemein habe ich so überlegt, ja, wusste ich eigentlich vorher noch so genau, wie das Märchen abläuft? Nein, wusste ich auch nicht und dementsprechend, ja. Na, ich finde es auch stark. Man hat ja auch gewisserweise, ist ja, wenn du halt in deinem Kopf halt dieses Bild hast, wie es ist, und dann kann ja eigentlich kein anderer rankommen. Du hast ja das Ja. Idealbild vorhin gemacht. Und ich glaube, das Problem hatte ich bei König Drosselbart gehabt. Das ist ja auch völlig legitim. Deswegen. Was ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr gerne höre, und ich liebe es ja, wenn du mir das vorliest, weil das ist ja mein Lieblingsmärchen mittlerweile, der Fischer und seine Frau, das finde ich ja unglaublich toll, und da möchte ich gar nicht die Verfilmung von sehen. Gibt es eigentlich großartig? Also, das Es müssen gibt eine von wir mal. 2010, ich weiß es aber auch nicht, das ist auch ein deutscher, glaube ich, Das muss ich habe ich mal mal auf der IMDb gucken. gefunden, aber ich habe das auch gar nicht weiter verfolgt, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich einfach, ich finde das mehr, ich finde es einfach so schön, wenn du mir das vorliest. Da kann nichts Danke, Besseres, danke. da kann eigentlich nichts Besseres sein. Ja. Muss ich mal so sagen. Ja. Also ich glaube, ein Märchen, was ich gar nicht mag oder so, würde mir jetzt aus dem Stand nicht einfallen. Ich würde halt sagen, es gibt dann vielleicht irgendwelche Filme, wo ich sagen würde, ja, habe ich jetzt gar nicht so das Interesse dran oder so, aber ohne dass ich damit jetzt bewerten könnte, wie die Verfilmung oder das Märchen an sich eigentlich ist. Also ich fand es gibt halt, wie gesagt, diese Tendenz, wo halt die Menschen auf einmal aus dem Nichts böse werden, also so kaltherzig werden, das mag ich halt nicht so. Das heißt aber von der Thematik her nicht meins. Und was ich zum Beispiel, wo ich immer denke, oh, muss ich das jetzt angucken, das ist so das alte Dracula-Phänomen bei mir, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Oh, hast du es rausgelutscht? Also das mag ich auch immer, das Märchen nicht Also einfach ist gucken. dann quasi gesättigt, was den Ja, Stoff weil das halt, angeht. ja, was ist, ich habe immer das Gefühl, wenn es um das Thema Märchen geht, ist das allererste Märchen, was im deutschen Kontext rausgeholt wird, Schneewittchen und sieben Zwerge, und im amerikanischen Cinderella. Und das ist, ja, also Aschenputtel. Obwohl Aschenputtel, finde ich, das kommt immer auch darauf die Verfilmung Ja, selbst du hast an, jetzt gerade drei Haselnüsse hier. Ich meine, das ist nochmal eine andere aber es, also an Variante. sich ist es auch schon sehr grenzwertig, so wie häufig das auch schon verarbeitet wurde. Und Naja, es sind halt die Geschichten, ne? obwohl ich bei Aschenputtel immer noch, dass natürlich das von jedes kleine Mädel träumt, ne, wenn man den großen Prinz finden, aber bei sieben Zwergen, mit dem Schwittchen, das weiß ich nicht, in sieben Zwergen, das fand ich immer komisch. Da weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Irgendwie immer Probleme mit Zwergen in Handlung. Die machen mir immer Angst. Da war ja Das was. ist vielleicht auch wegen dem singenden, klingenden Bäumchen oder so. Und ich glaube auch, kleiner Wicht war auch im kalten Herz. Die ganze Zeit eine Piep raucht. Also irgendwann war da was. Also ich weiß nicht, mit Zwergen, da habe ich, die machen mir wirklich Angst. Die haben mir als Kind schon Angst gemacht. Das kam für mich zum Beispiel auch überraschend hier bei der Schneekönigin, dass dann die Räuber-Anführerin dann plötzlich die Pfeife rausgeholt hat. Und so, Ach, na oh, ja, gut, klar. aber das ist ja Ja, noch, nee, ne? einfach so, ne, dieses, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und dieses, ja, hätte ich einfach nicht mitgerechnet, so, pup. Wird ja öfter mal geraucht im Märchen, das war ja noch eine andere Ja, Zeit. der hat es Ne? sowieso. Gerade im Märchen, ob wieder so raucht und so. Auch in den russischen Märchen. Ich Das habe finde ich das so toll bei überlegt. den russischen Märchen, dass die immer so einen Bart haben und so eine Augenbrauen und Ja, alles. Das ist der das Hammer. sind die Masken und so, das ist total stark. Ja. Aber das fällt mir gerade noch ein hier. Dafür, dass wir den Märchenerzähler hatten, bei ein paar anderen russischen Märchen ist ja die alte Dame, die halt ihre Fensterläden öffnet und dann damit begrüßt. Das Ne? ist Das ja, ist das hast ja. du ja bei Väterchen Frost und Genau. Feuer und Posaune. Und ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht mal so sicher. Ich glaube, bei der schönen Varvara war das auch. Ja, also was eben auch so quasi die ja dann eben verbindet darüber, Aber so das in ist ja auch so ein diese Team von 4 Jahren, Rahmung. das sind diese Baba Yaga-Edition auch, ne? Da, wo Naja, die vorkommen, da ist auch richtig. die Omi am Anfang. Ja, aber es hat ja eben auch was, ne? So diese direkte Anrede, die vierte Wand durchbrechen. Ja, das stimmt. Die finde ich auch schön. Es ist auch, ich finde es auch krass, wenn du mal, also das habe ich ja in den letzten Tagen für mich so festgestellt, diese Unterschiede halt auch innerhalb der Länder hier mit dem Russischen und dann dem Tschechischen halt. Das Tschechische hat ja auch schöne Kulissen halt so, und
Hat ja dieses Verträumtere, würde ich fast mal so zusammenfassen wollen. Also dieses Vertrauen, also auch im Detail die Kulissen beide gemacht, aber beim Russischen ist es halt dieses pompöse, farbengewaltige. Dann haben da alle nicht so viel Gesang, wenn dann die ganzen Mädelschöre loslegen, dann haben sie alle ihr Häubchen auf und so wie so eine Matruschka, so, ne, so. Und weil das hast du ja bei den Tschechen nicht. Die haben dann halt eher dieses Klingeln und dass die Leute dann halt, also das weiß ich nicht. Ich weiß noch, letztes Jahr war das letztes oder vorletztes Jahr, ich komme ja mit den Zeiten mehr durcheinander, da habe ich ja das allererste Mal der dritte Bruder oder Der dritte der dritte Prinz, Prinz gesehen. glaube Das ich. ist ja auch mit den beiden Hauptdarstellern von Drei Hasen für Aschenbrödel und das ist ja ein ganz, ganz tolles Märchen. Das ist ja ein Märchen, das regt mich ja zum Träumen an. Ne? Das fand ich ja romantisch. Ne? Also, aber das ist halt auch tschechisch und das meine ich halt, die arbeiten halt auch ganz viel da mit den mit der tschechischen Schweiz hier, mit diesen ganzen Erzgebirgen. Nee. Ja, Elbsandsteingebirge, Gebirge, Elbsandsteingebirge, mit denen, die arbeiten ja ganz viel tschechische mit der Schweiz, ja doch. Natur und alles, während halt die russischen Märchen eher so in Höhlen oder halt im Studioproduktion Ja, ich arbeiten. meine, Das also ist schon. Studios haben natürlich die alle sich genommen und so, ist ja auch, macht ja auch viel aus, klar. Ja, aber ich Aber ich meine, dann verstehe auch schon, ganz viele, ja. da sind auch noch ganz viele Natursequenzen also noch mit drin, was du halt bei den Russen eher weniger hast. Also, find ich, also von den Menschen, die ich jetzt kenne. Ich habe ja auch Ja. noch Aufholbedarf, ich habe auch nicht längst nicht alles gesehen. Ich habe ja das Problem, dass ich immer die gleichen gucke. Ich kriege diese auch nicht, ich komme aber auch nicht aus dem Kreislauf raus, weil ich die immer so gerne mag. Aber mal gucken, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, wirklich noch mehr Märchen zu entdecken. Also, Ja. boah, ja. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Mal mehr entdecken. Ich kann nur sagen, meine Botschaft an euch, träumt auch außerhalb vom Dezember und träumt euch in die Märchenwelt rein und lasst euch drauf ein und bewahrt euer inneres Kind. Ja. Nee, genau, das kann sich auf jeden Fall angucken, ja. Und kriegt man in jeder Altersstufe vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Impuls oder nimmt andere Sachen auch mit raus aus diesen Filmen. Oder entdeckt vielleicht eben ganz neue Filmwelten an sich, ne? Also dafür, dass man immer so Hollywood und sowas hat. Macht ihr Vielleicht eigentlich auch auch mal. irgendwie solche so eine Umfragen, dass Leute mal irgendwie kommentieren können oder ähnliches? Ja, Kommentare sind immer möglich bei Ach ihr. so, Also was selbst. würde ich mal gerne, wenn jemand Interesse hat, würde ich gerne mal die Frage in den Raum stellen, was ist denn euer Weihnachtsmärchen? Was habt ihr denn immer so geguckt? Oder gibt's also was ist sozusagen, was verbindet ihr mit Weihnachten? Das würde mich ja echt wirklich sehr stark interessieren, wenn ich diese Ja. Frage stellen darf. Nee, ist jetzt aufgenommen. Die fliegt jetzt nicht mehr raus hier aus der Ja, dann musst du mir berichten, Aufnahme. was dabei rauskam, wa? Ja, mal gucken. Können wir vielleicht auch bei Facebook mal stellen oder so. Da haben wir auch ein paar Leute, die das dann vielleicht mitbekommen. Mal gucken, was da so für Antworten kommen. Mal gucken, was Leute, oder vielleicht gucken ja auch Leute gar keine Märchen oder so. Kann ja auch Ja, aber sein. hier genau, was habt ihr überhaupt einen Weihnachtsfilm oder wie ist es denn wie bei Max, dass ihr dann sagt, na okay, Weihnachtszeit bleibt der Fernseher aus, wir gehen dann eher draußen spazieren oder ähnliches? Musik. Naja, ich meine, Weihnachtsfilme, da geht ja dann auch ganz schnell wieder so diese Hollywood-Sache los, ne? Kevin stirbt langsam, bla bla bla. Aber es gibt eben auch diese Das Märchen. beeinflusst doch nicht die So. Zuhörer. Naja, deswegen. Ja, das war sozusagen unsere freie Besprechung von der Schneekönigin mit einem Rundumschlag so zum Thema Märchenfilme, Märchenverfilmung. Schöne Weihnachtszeit, Jahreswechselzeit, schöne Zeit, wann auch immer ihr das jetzt hört. Jahre später im Archiv gefunden. Ja, wie gesagt, ihr könnt auf wiederaufführung.de könnt ihr kommentieren und den ganzen anderen Kladderadatsch kennt ihr auch mit Facebook und so. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ja.